Moinsen! So, dann wollen wir uns mal langsam zu Deadshot begeben, wie ich ja in der letzten Folge. Geht vor meinen Augen alles den Plan. Glaubst du, kannst dich verstecken? Granate! Ach, Granate! Granate, Renate! So, wir müssen nach da. Da ist irgendwo Deadshot, der hat da irgendwen erschossen. Boah, hast du es denn mal bald mit deinen Granaten? Sperren uns ein. Tolle Idee. Huch! Wir sind ja auch Arschlöcher. Scarecrow hier ist. Die ganzen anderen Spinner sind ja auch hier. Es sind verdammt viele unterwegs jetzt hier mit Waffen, ne? Jo, da hinten leuchtet. Da müssen wir hin. Nein. Ist sie nicht. Hab ich doch gerettet. Sprich nicht an. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Was? Mach ich nicht. Bitte, tu mir nichts. Wieso glaube ich dir nicht? Jetzt weiß ich's. Du bist eine feige Magd, die mir alles erzählen würde, um nicht verprügelt zu werden. Was muss ich dir brechen, damit du tust, was ich will? Nein, nicht! Bitte! Ich tue alles! Hab nicht eine Sekunde dran gezweifelt. Mach, was dir gibt. Es ist besser. Ruhe! Lass die armen Leute in Ruhe. So, wir müssen ja irgendwie noch da. Ach, nu, hör doch mal auf, alle zu heulen. Ui! So. Hier soll das irgendwo sein. Seid ihr bewaffnet? Nö. Da hinten ist noch einer. Angeblich war diese Reporterin Vale in dem Hubschrauber, den Joker abgeschossen hat. Echt? Ist ja cool. Wie viele Leute haben wir denn hier? Sind das bloß die drei? Da hinten ist noch einer, aber... Sind alle unbewaffnet, das ist schon mal gut. Wer hat denn hier den Basie in der Hand? Hab schon seit Wochen keine Status-Updates gemacht. Woher sollen die Leute wissen, was ich... Ach ja. Wer ist hier? Du hast es gleich, es ist Batman! Sag was. Ist dir eigentlich klar, wie viele Knochen ich dir noch brechen könnte? Oh Gott, bitte, bitte, tu mir nicht weh. Ich sag dir alles, was ich weiß. Die erzählen so viel. So viel Input kannst du gar nicht verarbeiten. So. Da hinten sind ein paar Leute. Na, willst du Bob vor Kopf oder was? Die Fledermaus. Die Fledermaus. Oh, wie kämpft der denn jetzt hier? Der kämpft irgendwie? Nicht mehr so ganz rund, wollte ich sagen. So. Anscheinend sind Jokers Männer auf der Suche nach Mr. Freeze. Wirklich? Ich wusste nicht mal, dass er hier ist. Der hat doch mir gerade gesagt. Ich auch nicht. Ich habe gelesen, dass er alles seiner Frau zuliebe tut. Ihr muss irgendwas Schlimmes zugestoßen sein. Ich soll hier scannen. Dass ich nicht lache. Ich war mal Buchhalter und jetzt verrotte ich in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das stand doch gerade. Ich soll hier scannen. Das Spiel will mich stänkern. Das ist doof.
Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Der hat mir doch... Das zeigt doch genau dahin. Da. Da. Was soll denn die Scheiße? Umgebungsanalyse bringt nichts. Was wollt ihr jetzt von mir? Mann! Ey. Leck's mir doch am Arsch. Vorhin hier soll einer erschossen sein. Hier, der Pfeil, der zeigt genau dahin. Kurios. Also entweder stelle ich mich jetzt extremst blöd an. Oder das Spiel will mich einfach bloß rollen. Hier ist aber auch nichts weiter. Wo man jetzt sagen könnte, da ist irgendwo eine Leiche oder sowas. Moment mal. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der Bildcomputer hat einen weiteren Schuss aus der Waffe von Deadshot geortet. Ja. Ich habe das Einschlagsgeräusch analysiert. Die Kugel schlug ungefähr an dieser Position ein. Sein nächstes Opfer wird sich hier irgendwo befinden. Deadshot muss gestoppt werden. Ah, jetzt verstehe ich doch die ganze Problematik. Wir haben, das ist nur hier im Umkreis. Ah, ich muss erst die Leiche finden. Aha, Menschenskinder, guck mal hier an. So, da ist die Kirche. Da liegt einer. Verstorben. Sieht nach einem weiteren Opfer von Deadshot aus. Ich sollte diesen Bereich nach Beweisen scannen. Naja, dann können wir ja mal scannen. Was wäre denn damit? Nicht? Das war doch gerade so komisch. Ah, da. Das war jetzt ein bisschen schwierig zu finden. Ein. Und kam von Deadshot hat erneut zugeschlagen. Er hat noch jemanden getötet? Hör zu, ich weiß genau, dass du das nicht hören willst, aber die Leute da drin sind alle Verbrecher. Einige der Gefangenen hier sind nicht gerade das, was ich einen typischen Verbrecher nennen würde, Barbara. Hier gibt es politische Gefangene, Leute, die Strange hintergangen haben oder mit dem Bürgermeister in Verbindung stehen. Es scheint ein Muster zu geben. Ich muss nur noch rausfinden, welches. Ich überprüfe, ob es zum letzten Opfer irgendeine Verbindung gibt. Was ist mit dir? Ich werde mir die Stelle ansehen, von der er geschossen hat. Ich will ja nichts sagen, aber von da hat er nicht geschossen. Der hat da durchgeschossen. Mensch. Die Kugel ging durch den Wasserturm. Offenbar setzt er Waffen und Munition mit sehr hoher Durchschlagskraft ein. So ein bisschen, ne? Verdammt heavy. So, irgendwo da hinten. Moment. Hat der von hier geschossen? Sieht so aus, ne? Nee? Doch.
Die sollen ja von da geschossen haben. Deadshot hat ein Dreibein zurückgelassen. Vielleicht gibt es mir einen Hinweis zu seinem Aufenthaltsort. Deadshot hat einen Fehler gemacht. Wirklich? Das gehört definitiv nicht zu seiner Vorgehensweise. Er weiß auch noch nicht, dass es ein Fehler war. Er hat beim Schießen ein Dreibein benutzt. An diesem sind Partikel einer Metallverbindung, die an Rost erinnern. Der Ort, an dem er seine Waffe gelagert hat, muss in Teilen daraus bestehen. Und worauf wartest du noch? Analysiere die Partikel und isoliere das Gebiet, aus dem sie kamen. Ich mache diesen Job schon länger, Barbara. In den Partikeln sind geringe Mengen eines Bleizusatzes, der vor 20 Jahren über eine kurze Zeitspanne in Farben eingesetzt wurde. Ich habe die möglichen Ursprungsgebiete isoliert, aber es sind zu viele, um sie alle zu überprüfen. Deadshot wird unvorsichtig. Wenn er noch einen Fehler wie diesen begeht, habe ich ihn. Oh, 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 oh. Wir kommen Deadshot langsam auf die Schliche. So, dann hätten wir das jetzt auch, ne? Genau. Dann hätten wir das. Und dann können wir jetzt hier irgendwo mal... Ich habe es geschafft, Noras Spur... Ingeborg zu finden. Das liegt ja alles mit auf dem Weg. Also ist das jetzt nicht wirklich Zeitverschwendung? Oh, aber noch Scharfschütze unterwegs, ja. Junge, Junge, Junge. Haben die keine anderen Hobbys? Ich es dir sage, ohne dass wir es sehen, kommt an uns keiner ran. Mit diesen Scharfschützengewehren könnten wir von hier oben Ameisen abknallen. Echt? Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich habe gehört, dass Batman die Jungs mit Jokers letzter Lieferung abgefangen hat. Ja, ich weiß. Joker klang total angepisst. Er will Batman tot sehen. Enttäuschen wir ihn nicht. Die kriegen auch nichts mit. Jetzt sind schon Scharfschützen, ne? Aber die werden einfach nicht besser. Na gut, mir kann's recht sein, ne? Ich werde ja auch nicht besser. Haha. Da irgendwo. Joker Batman vergiftet. Wie soll das gehen? Na, geht doch gar nicht. Wie willst du denn Batman vergiften? Da hinten, Scharfschütze. Da unten. Nee, da oben, Scharfschütze. Oh Gott. Moment. Muss ich ja erstmal ein bisschen aufräumen. Ein Ninja! Das war doch wohl nicht Deadshot. Mir wird einfach nicht warm. Jetzt halt dein Maul und bleib wachsam. Wenn er hier reinkommt, legt Joker uns auf Eis. Verstehst du? Hoffentlich hat Strange es schön warm und gemütlich in sie hier noch diese Penner wegräumen. Und der schießt sich wohl auch sonst wohin hier. Wow. Joker hat Vicky Vale eine Eilmeldung geschickt. Per Rakete. Gute Nacht, mein Freund. So, noch irgendwas Interessantes hier? Ach so, ich muss ja hier hin. Bin ich schon da? Ey, guck mal, ich bin genau da. Dann müssen wir die Tante was finden. Wie Hugo Strange von Sharp die Kontrolle über Gotham bekommen konnte. Da ist ein Eingang. Also es riecht ganz danach, als ob ich da unten in die Tür muss. Was im Fernsehen läuft. Die sind aber alle unbewaffnet, oder? Er ist wieder beim GCPD-Gebäude. Hat er sich mit Freeze in die Haare gekriegt?
Tritt die Jungs zu frei! Tötet ihn! Na, hier war doch noch einer. Ich wollte ihn doch noch befragen. Mann, Leute. Oh, oh, warte. Ja, der hat's drauf. Das machen wir noch. Ja. Es ist alles so. Energieverstärker. Annäherungszünder. Ah, das ist doch hier für unsere Minen, ne? Der Annäherungszünder? Automatisch zündet, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt. Okay. Was haben wir noch? Ausschalten. Nicht wirklich was Interessantes, ne? Wir nehmen hier nochmal. Das? Ich weiß nicht. Also wenn du jetzt irgendwas haben willst oder sagst, das ist jetzt extrem gut, dann schreib mal in die Kommentare, dann mache ich das. Aber im Moment finde ich das alles nicht so prickelnd. Gut, kurze Aufnahmepause. Ich sag mal wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was da drinnen passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Bewerten natürlich nicht vergessen. Und dann, bis dann.